Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Wohin mit dem schlechten Gewissen? Kennst du das schlechte Gewissen auch? Ich mag mich an eine Geschichte erinnern, als Kind, wo ich mit meinem Freund einen Streit hatte, weil ich einen Stein an einem Ross nachgeworfen habe, der auf einer Weide war. Und er hat mich versucht abzuhalten. Und dann sind wir in den Streit gekommen und ich bin irgendwie weggerannt. Und als ich heimkomme, habe ich ein richtig schlechtes Gewissen von dem Vorfall. Ich meine, man rührt keinen Stein nach Rössli oder so. Und wo ich dann gehört habe, dass mein Freund wegen diesem Streit ins Spital gelandet ist, ist mein Gewissen noch viel schlimmer gewesen. Ich war richtig am Boden zerstört, ich habe angefangen zu brüllen, es war mir überhaupt nicht recht, ich wollte es zuerst gar nicht mehr erzählen. Es war mir richtig eine grosse Not gewesen, schlechtes Gewissen. Kennst du das auch? Und manchmal gibt es sogar, dass du nicht mal schuld bist und es gibt gleich ein schlechtes Gewissen. Weil ich habe nicht gewusst, dass er hingefallen ist. Das ist auch nicht wegen mir passiert. Ich habe ihn nicht gesehen, fallen. Aber ich habe mir ein riesen schlechtes Gewissen gemacht wegen dem Vorfall. Kennst du das auch? Wie zuverlässig ist denn überhaupt unser Gewissen? Man kann ja das Gewissen auch recht gut abklemmen oder abtöten. Also ich würde nie über eine Sicherheitslinie fahren. Also ich glaube, ich würde nie über die Sicherheitslinie fahren. Ich würde nie irgendwie, wenn ein Polizist irgendwo pfeift oder so, würde ich nie weiterfahren. Aber ich war mal in Albanien gewesen und da bin ich wirklich anders gefahren. Da bin ich über die Sicherheitslinie gefahren, da bin ich mal, wo ein Polizist pfeift, auch weitergefahren. Also man kann auch schlechte Gewissen kann man auch, abtöten. Schlechtes Gewissen kann uns an Schuld erinnern, kann uns aber auch anklagen. Ich mag mich gut erinnern, so als Teenager, Jugendliche, immer wenn ich im Flugzeug gesessen bin und kurz bevor es abgehoben ist, kurz bevor die Rollbahn abgefahren ist und dann abgehoben ist, habe ich schnell all meine Schuld, all meine Sünde Gott angelegt und Vergebung bittet, weil das Flugzeug könnte ja abstürzen. Oder es könnte irgendetwas passieren. Kennst du das auch? Und die Frage ist auch, wie gut steht es um unser Herz? Was ist so der Herzenszustand? Und die Bibel sagt, es sieht nicht gut aus. Und wir haben letzten Sonntag haben wir gesehen, jeder betet irgendetwas an. Und jetzt ist die Frage, was betest du an? Was ist vom Thron in deinem Herz, auf dem Thron von deinem Leben? Ist es Selbstverwirklichung, was um dich geht, um deinen Egoismus, um deine Leistung oder um deine Anerkennung oder um deine religiöse Einstellung? Jeder betet etwas an. Und überall dort, wo ich anderen Sachen mehr vertraue als Gott, führt das in eine tiefe Misere hinein. Wo ich anderen Göttern oder Götzen ausgeliefert bin und abhängig bin. Und heute möchten wir anschauen, wie Gott uns aus diesem Dilemma rausholt. Römer 3,9 heißt es, wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde, also der Zielverfehlung, stehen. Also der Paulus sagt, egal ob du Jude oder nicht Jude bist, ob du fromm bist oder nicht fromm bist, ob du in die Kirche in Silber gehst oder nicht, es spielt keine Rolle. Es gibt niemanden, der gerecht ist. Es gibt niemanden, der richtig handelt. Niemand. Ausgeschlossen. Keiner ist da, der nicht unter dem Einflussbereich der Sünde lebt. Was ist denn die Auswirkung? Was ist die Auswirkung
von dieser Macht, von der Sünde, von diesem gottfernen Leben. Und die Bibel sagt im Römer 3,10, wir gehen jetzt richtig in die Tiefe, wir gehen richtig in den Text rein. Römer 3,10 heißt dann, in der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner lebt richtig, gar keiner, oder? Das Gegenteil von Gott. Gott ist gerecht, Gott lebt richtig. Und der Paulus sagt, keiner ist so gerecht wie Gott. Und jetzt ist die Frage, was ist denn die Auswirkung? Das ist einmal die rechtliche Position, keiner ist gerecht. Was ist denn die Auswirkung auf mein Denken? Und dann geht es weiter, Vers 11 geht es weiter. Keiner ist klug. Also keiner hat den Durchblick, keiner schnallt es. Keiner weiß, was richtig ist. Keiner hat Weisheit, keiner hat den Durchblick. Wir haben das letzte Mal, letzte Sonntag gehört, dass die Selbstverwirklichung unser Herz verfinstert. Und wir haben die Weisheit an einem anderen Ort gesucht. Wir haben die Realität von Gott ausgeblendet, heisst es da. Und was ist für eine Auswirkung dann auf meine Motive? Und da geht es weiter, Vers 11, der zweite Teil. Keiner fragt nach Gott. Oder wir suchen seine Hilfe, seine Gaben, seine Geschenke, seine Gefühle. Aber wie oft suchen wir nur ihn? Ohne etwas überzuholen, einfach ihn. Oft nicht. Oder wir suchen oft unser eigenes Interesse. Was hat es für eine Auswirkung auf meinen Willen? Vers 12. Alle haben sich von Gott abgewandt. Keiner ist für Gott brauchbar. Alle untauglich. Oder in Jesaja 53,6 heißt es dann auch, dass wir uns abgewendet haben von Gott und umgekehrt sind. Abgewendet führt dazu, dass wir umirren. Und dann geht es weiter, Vers 12, der zweite Teil. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Keiner, der irgendetwas Gutes tut. Wow. Das ist recht ein Hammer, so früh am Morgen. Alle wollen irgendwo ihren eigenen Weg gehen. Das ist Selbstverwirklichung. Alle wollen sich selber den Erfolg und das Glück suchen oder das Glück irgendwo anbringen. Und dann geht es weiter, es hat Auswirkungen auf unser Reden. Es heisst im Vers 13, ihr Rede ist faul wie der Gestank aus einem offenen Grab. Krass, das stinkt wirklich erbärmlich. Sie ist durch und durch verlogen. Ihr Reden ist tödlich wie Otterngift. Ihr Mund ist voller Flüche und bitterer Worte. Und dann Vers 15, sie sind schnell bereit, einen Mord zu begehen. Keiner, der Wort hat, der aufbaut, der lebensstiftend sind. Oder so oft bringe ich irgendein Wort hier, unüberlegt, etwas Destruktives, Gemeins, Verletzendes. Bis hin zum Rufmord, wo ich irgendjemand über jemanden lästere oder irgendetwas erzähle, was die andere Person gar nicht braucht oder gar nicht müsste hören. So viele negative Sachen, die ich sage. Ich merke es jetzt auch gerade mit meinen Kindern. Das ist eins zu eins. Ich sage etwas und es macht etwas mit meinen Kindern. So oft sind meine Worte nicht lebensstiftend und aufbauend, sondern destruktiv, wo es darum geht, dass ich gut dastehe, wo ich sogar Rufmord begehe. Kennst du das? Kennst du das, dass wir zuständig sind, oder unser Reden zuständig ist auch für kaputte und zerstörte Beziehungen. Wo wir etwas gesagt haben, wo wir im Nachhinein gerne wieder ungeschehen machen, aber wo die Beziehung kaputt gemacht hat. Und es geht noch weiter. Was hat es für eine Auswirkung auch die Beziehung untereinander? Vers 16. Wohin sie auch gehen, folgen ihnen Verwüstung und Elend.
Manchmal Sachen, die ich mache oder sage, oder vielleicht eben auch nicht sage. Wieder das Beispiel von meinen Kindern. Es ist so wichtig, dass ich auf sie zugehe und sie lobe. Jetzt gerade das Wochenende habe ich meinen ältesten Sohn, obwohl er gar nicht schuld war, ist angefahren, weil er irgendetwas aus dem Kleiderschrank rausgenommen hat. Es war zwar meine Frau, nicht er, oder? Aber ich habe ihn angefahren und es hat mir nachher so leid. Ich bin nachher zu ihm angegangen und habe gesagt, hey, es tut mir leid, was ich dir gesagt habe. Aber so oft sind es Worte, Art und Weise, die anderen Menschen schadet. Wo keine Fürsorge da ist, keine Wertschätzung da ist, keine Annahme da ist, kein lebensstiftende Wort. Und dann geht es weiter, Vers 17, wo es heißt, der Weg des Friedens kennen sie nicht. Oder? Wie oft habe ich nicht Frieden gestiftet, sondern sogar vielleicht Öl ins Feuer geschüttet in einer Diskussion, wo es darum gegangen ist, dass ich gönne, dass ich die Oberhand habe in dieser Diskussion, dass ich gut dastehe. Und Vers 18 heißt dann weiter, sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Oder es ist keine Furcht in Gottes Augen vor ihr. Keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Und mit dieser Furcht vor Gott geht es nicht darum, dass wir aus Angst vor Gott wegrennen. Sondern Gottes Furcht oder Ehrfurcht geht es darum, dass wir Gottes Größe sehen und uns freuen, aber auch einen Respekt haben. Weil er ist Gott und ich bin Mensch. Und wer Gott nicht fürchtet, der fürchtet die Welt. Wer Gott nicht fürchtet, fürchtet die Welt und schaut, was muss ich tun, damit ich gut dastehe. Paulus sagt, niemand hat eine richtige Einstellung zu Gott. Niemand ehrt Gott, wie es müsste sein. Und gleichzeitig, in diesem letzten Satz, kommt schon ein bisschen die Lösung ein, dass er als Erlöser kommt und dass er als Erlöser wird etwas ganz Neues schaffen. Aber Gottes Urteil über uns ist klar und direkt. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir eigentlich zugestehen, Gott hat recht. Vers 23 heißt es dann, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wie reagierst du auf so ein vernichtendes Urteil gegenüber dir und anderen Menschen? Wie geht dir das, wenn ich dir so das Destruktive aufzeige? Oder es ist so ein bisschen, wenn wir das hören, das Schlechte im Mensch. Oft haben wir das Gefühl, das Gute im Mensch ist, es ist doch gut, der Mensch ist doch gut. Aber wenn wir das so hören, denken wir, ja, aber es gibt ja schlechtere Menschen wie ich. Ich bin doch besser. Und vielleicht da ein Beispiel, zwischen England und New York ist eine Distanz von 6'000 Kilometern, Atlantik. Und nehmen wir an, es gibt drei Schwimmer, die sagen, wir möchten auf New York schwimmen. Der erste, der kommt 600 Meter weit. Wer kommt weiter als 600 Meter? Okay, der zweite kommt 3 Kilometer weit. Wer kommt weiter als 3 Kilometer? Wow, es gibt ein paar. Nehmen wir an, der dritte ist wirklich ein super Schwimmer und kommt 60 Kilometer weit. Es werden alle vertrinken. Alle. Ja klar, es gibt, der eine ist besser als der andere. Es gibt bessere Schwimmer. Aber alle werden vertrinken. Und das Gleiche auch mit dem Mensch. Es gibt bessere Menschen. Es gibt bessere Menschen, die besser sind wie ich. Aber alle werden umkommen. Alle werden vertrinken. Leute, die sich gegen das wehren, gegen das Bild vom Mensch, sagt George Whitefield, unsere Selbstgerechtigkeit ist der letzte Götz, der aus unserem Herz entfernt werden muss. Ist das nicht ein verrückt dunkles Bild von uns Menschen? Vom Zustand von unserem Herz. Nein, wenn wir jetzt dem zustimmen, dass es wirklich so aussieht in unserem Herzen, was machen wir jetzt? Was ist jetzt die Lösung? Und dann kommt Vers 21, kommt es doch jetzt aber.
jetzt kommt etwas anderes. Jetzt wird es anders. Und Vers 21 heißt dann: Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Jetzt aber, ein Turning Point, wo alles verändert. Jetzt aber, wo Gott sagt, mit dem Vers ist wie ein heller Strahl in dunkelster Nacht. Wenn es richtig anfängt zu leuchten, wir haben das Dunkle vom Herz gesehen. Und jetzt mit dem Vers sagt Gott, jetzt kommt etwas Neues. Machen wir es mal hell. Jetzt verändert es alles. Das ist der Turning Point. Jetzt verändere ich alles. Jetzt mache ich aus dem Dunklen vom menschlichen Herz, leuchtet es wie ein heller Leuchtturm, wie ein helles Licht, wie ein Diamant in dunkelster Nacht. Das ist das, wo Gottes Weg ist. Das doch jetzt aber hat Gott, unabhängig vom Gesetz, einen neuen Weg, einen anderen Weg, aufzeigt. Und dann heißt es im Vers 22, wir werden von Gott gerecht gesprochen. Wir werden von Gott gerecht gesprochen. Indem wir an Jesus Christus glauben, dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Das ist das helle Licht, das ist der Turning Point, das ist so der Diamant in der dunkelsten Nacht hinein. Wieso ist der Vers so ein Game Changer, so ein helles Licht? Was ist genau der Grund, dass das so anders ist, wo so viel Licht und so viel Hoffnung und so viel Rettung in unser Leben einbringt? Und das ist die Frage, warum hat Gott uns denn überhaupt gerecht gesprochen? Weil wir es verdient haben? Nein, überhaupt nicht. Vers 24 heißt dann, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gott spricht uns gerecht durch seine Gnade. Und was heißt jetzt Gnade? Das sind so vielleicht komische Wörter für dich. Was heißt denn Gnade? Gnade heißt, Gott wendet sich uns unverdient zu. Unverdient und freundlich zu. Das ist Gnade. Die Zuwendung haben wir nicht verdient. Es ist wie ein Baby, das schreit. Das Mami wendet sich dem Baby zu, mit einem Lächeln, obwohl es schreit, vielleicht die Windel gemacht hat. Wendet sich freundlich dem Baby zu und in seine Arme. Das ist Gnade. Jetzt sagst du, hey, das ist toll, dass Gott sich mir freundlich zuwendet. Aber wie kann Gott denn noch gerecht sein? Wie kann ein gerechter Gott Ungerechtigkeit wegschauen? All das, was ich bei anderen Menschen verletzt habe, ausgelöst habe, all die Ungerechtigkeit, die geschehen ist, all das, was falsch gelaufen ist, all die Menschen, die unter mir haben müssen leiden oder gelitten haben. All die, die unter meiner Selbstverwirklichung Ungerechtigkeit erlebt haben. Wie macht das Gott? Und dann geht es weiter in dem Vers 24, ist ja nicht alles. Da heißt es, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gott spricht uns gerecht durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Und Erlösung, der Paulus braucht das Wort aus dem Sklavenmarkt. Und sagt, dass genauso, wie Jesus uns aus dieser Macht von Sünden und von all dem Negativen, all dem Zerstörerischen rausgelöst hat, haben sie früher auch Sklaven aus der Gefangenschaft rausgelöst. Und da hat es eine Person gegeben, die hat man im Alten Testament hat man die Goel genannt. Goel. Und ein Goel ist gekommen und hat jemanden, der durch Verschuldung
in seinem Leben hinein. Vielleicht hat er irgendwie ein Landstück gehabt, hat sich verschuldet, hat sich verpokert. Ist jemand gekommen und hat ihn aus der Sklaverei rausgelöst. Und genauso löst uns Gott aus dieser Gottesferne raus. Und jetzt ist die Frage, wie zahlt er uns? Oder wie löst er uns raus? Oder gibt er jetzt einfach irgendwie eine Unsumme aus? Nein. Sondern er tauscht sich gegen uns aus. Er sagt, ich gehe in die Gefangenschaft hinein, in die Sklaverei hinein und löse dich aus dieser Schuld aus. Du bist frei. Das ist Erlösung. Jesus löst uns raus, macht uns frei und stattdessen übernimmt er alle Schuld, all das Negative, all die Ungerechtigkeit, übernimmt er und stirbt schlussendlich am Kreuz. Oder Gott hebt die Gerechtigkeit nicht auf, sondern er verwendet die gerechte Strafe gegen sich selber. Es ist gezahlt. Nicht von dir, sondern von ihm. Und dann geht es weiter, Vers 25. Und ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünde. Und da über draus. Recht kompliziert. Ich habe extra eine kompliziertere Übersetzung genommen, weil es kommt so viel Schönes aus dem raus. Also das erste Wort, das man vielleicht nicht so versteht, ist Sühneort. Oder der Unterschied zwischen Buß und Sühne ist, also wenn ich schnell fahre, dann gibt es einen Buß. Dann muss ich die zahlen. Nehmen wir an, ich fahre schnell, habe kein Geld und du kommst zu mir und sagst, hey, ich bin auch schon schnell gefahren, ich zahle es für dich. Das ist Sühne, wenn jemand anders als ich den Schaden übernimmt. Und der Paulus hat mit dem Sühneort hat er etwas im Auge gehabt und die jüdischen Zuhörer haben das verstanden. Und zwar ist das so gewesen, das hat der Sühneort beschreibt den Deckel von der Bundeslade. Und die Bundeslade, die ist ja im Tempel drin gewesen, im Allerheiligsten. Und einmal im Jahr ist der ausgewählte hohe Priester ist in das Allerheilige gegangen mit dem Blut von Sündenböck und hat das Blut über den Sühnedeckel eingeworfen oder so übergeklärt oder übergesprengt und hat mit dem die Schuld vom ganzen Volk und von sich selber hat er übertragen auf den Sündenbock und stellvertretend für die Sünde, wo der Sündenbock gestorben ist, ist jetzt das Volk Vergebung bekommen. Ist die Schuld weggenommen worden. An dieser Bundeslade, an dem Sühnendeckel ist Vergebung ausgesprochen worden. Und dann heisst es auch noch hingestellt. Oder? Der hohe Priester hat einmal im Jahr können dort hingehen, hinter den Vorhang. Und einmal an dem Versöhnungstag ist Vergebung zugesprochen worden, dem Volk und ihm selber. Und jetzt sagt Gott, ich habe Jesus öffentlich hingestellt. Jeder kann hingehen. Du musst nicht Jude sein, du kannst nicht nur einfach einmal im Jahr hingehen, sondern jeder. Es ist öffentlich hingestellt am Kreuz, sogar außerhalb der Stadt. Und das Altopfer, das war ein symbolisches Ritual, das auf Jesus hingewiesen hat. Aber das, was Jesus da hat, ist tatsächlich passiert. Er ist tatsächlich ist er gestorben an deiner Stelle. Tatsächlich hat er sein Blut ausgossen, um die Strafe zu zahlen, damit du frei bist. Es ist tatsächlich passiert. Gott spricht uns gerecht, weil ein anderer die Strafe übernommen hat. Er selber. Und ist am Kreuz gestorben. Und dann Vers 26. Unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit. In der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Ich habe mega Durst.
So ein trockenes Maul. Rechtfertigen heisst gerecht sprechen. Und Gerechtigkeit heisst, es sind alle Anforderungen an dich, sind zahlt, sind gestillt. Alle Anforderungen an dich sind erfüllt worden. Und das, meine Lieben, ist viel mehr als Vergebung. Also Vergebung nimmt uns die Schuld weg. Es ist zahlt. Es ist auf Null. Aber was ist, wenn wieder etwas passiert? Was ist, wenn wir es wieder verbockt haben? Was ist, was, wenn wir wieder ungerecht gehandelt haben? Wir werden wieder schuldig. Wir verfehlen das Ziel wieder. Und bei der Rechtfertigung ist es, dass Gott uns gerecht spricht und sagt, alle Anforderungen sind erfüllt. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er, alles in Ordnung. Dann freut er sich. Dann sagt er, hey, es ist alles gut. Ich sehe Jesus in dir rein. Ich sehe dich heilig an. Wir machen so viel falsch und sind durch das Sünder oder Leute, die das Ziel verfehlen. Aber Gott spricht uns gerecht, nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern der Gerechtigkeit von Jesus. Und jetzt sieht uns Jesus als heilig an. Alles ist erfüllt, alles ist zahlt, alles ist gut. Du bist okay für Gott. Nein, du bist nicht nur okay. Okay, so, ja, du bist okay. Du bist super okay. Was gibt es für ein besseres Wort? Er ist begeistert. Er freut sich. Alle Anforderungen, alle Erwartungen sind gestillt, sind erfüllt. Du bist okay. Du bist super okay. Und darum können wir leben jetzt neu in seiner Herrlichkeit. Wenn er dich sieht, sieht er nicht Schuld. Wenn er dich sieht, sieht er nicht die Unfähigkeit. Wenn er dich sieht, sieht er nicht die Ungerechtigkeit. Es ist alles erfüllt, alles gestillt. Das ist Rechtfertigung. Das ist gerecht sprechen. Gott spricht dich gerecht. Du bist vollkommen gut. Du hast seine Gnade, seine Zuwendung. Es ist nicht von dir. Es ist seine Zuwendung. Durch die Erlösung, er übernimmt alle Schuld. Er löst dich raus aus dem Gefangensein. Und der Vergebung, er zahlt alle Schuld am Kreuz, damit du kannst ewig leben. Das ist gerecht sprechen. Wow. Unglaublich. Jetzt ist die Frage, wie bekommen wir Gottes Gerechtigkeit? Ist das denn für alle? Oder? Das heisst, aus Glauben werdet ihr gerechtfertigt oder gerecht gesprochen. Und jetzt ist die Frage, wie viel Glauben braucht es denn? Was für ein Glauben braucht es? Wie sieht denn der Glauben aus? Und ich glaube, es ist ganz ein wichtiger Teil, es ist nicht mein Glaube, der mich rettet. Ich weiß nicht, vielleicht ich dich jetzt ein bisschen schockieren, es ist nicht mein Glaube, der mich rettet. Es ist nicht einmal mein Glaube an den Gott von der Bibel, der mich rettet. Es ist nicht einmal der Glaube an den guten Jesus, der mich rettet. Weißt du, wie viele Leute bei uns im Dorf finden, die irgendwo in der Esoterik sind und sagen, ich glaube auch an Jesus. Es ist nicht mein Glaube an irgendeinen Gott oder irgendwie einen guten Jesus, einen guten Mensch. Auch nicht, dass ich irgendwo Jesus bewundere oder sage, er ist ein guter Mensch, er hat es gut gemacht. Das Einzige, was mich rettet, ist mein Glaube. Und Glaube heisst, ich wende mich Gott zu. Das Einzige ist mein Glaube an Jesus, der am Kreuz für mich gestorben ist. Jesus Christus, der Gekreuzigte. Das rettet mich. Und es ist nicht mal mein Verdienst. Gott wendet sich mir zuerst zu. Und Glaube heisst, ich wende mich Gott zu. Weil jede Person, die zu Jesus gekommen ist, hat er geheilt. Jede Person. Jede Person, die etwas gebraucht hat, hat das bekommen.
Mit dem Glauben an Jesus, der Gekreuzigte, verdiene ich gar nichts. Das ist keine Leistung. Glaube ist keine Leistung, sondern es ist wirklich einfach, ich wende mich Gott zu und sage, ich brauche dich. Ich brauche dich, Jesus. Das ist Glaube. Es ist keine Leistung. Er hat alles gezahlt. Ich bekomme durch den Glauben an den stellvertretenden Tod am Kreuz, bekomme ich Vergebung und Gerechtigkeit. Und was bekommt Jesus? Er bekommt meine Schuld, meine Ungerechtigkeit und ab dem stirbt er am Kreuz. Ist jetzt das ein bisschen Spitzfindigkeit? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das verstanden haben. Glauben an Jesus Christus, der am Kreuz für mich gestorben ist. Nicht an einen guten Gott oder einen guten Jesus. Was ist jetzt das Resultat auf mein Gewissen? Wie sieht jetzt das aus? Wir haben ja gesagt, kein schlechtes Gewissen. Was ist denn das Resultat davon? Oder vielleicht kennst du auch das Gefühl vom Nicht-Genügen. Von Selbstvorwürfen, von sagen, oh, ich müsste doch ein besserer Christ sein, ich müsste doch mehr glauben, ich müsste doch besser verstehen, ich müsste doch selber und jedes. Und bist enttäuscht und vielleicht denkst du auch, Gott ist über dich enttäuscht. Aber die gute Nachricht, das Evangelium ist, er schenkt dir ein neues Denken. Und eine lange Zeit hatte ich irgendwie so die Vorstellung gehabt, dass Gott mich zwar liebt, dass Gott, er muss ja fast irgendwo, ist ja Gott für Liebe, aber irgendwie, jetzt hat er mich gerettet, jetzt ist das irgendwie auf Null, aber irgendwie muss ich jetzt Gott gleich zufriedenstellen. Ich muss Gott gleich zeigen, es hat sich gelohnt, dass wir den Alex gerettet haben. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt irgendwie etwas beweisen, zeigen, um die Anerkennung von Gott überzukommen. Aber Gott, wenn er dich sieht, dann freut er sich riesig. Gott freut sich riesig an dir. Und ich glaube, es ist so entscheidend, jetzt auch, wie können wir abschließen mit dem Vers aus Römer 8, 32. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Er hat alles gemacht, alles Erdenkliche. Sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Hey, wenn Jesus all den Aufwand betrieben hat, dann wird er dir alles geben. Du bist okay, du bist mehr als okay, du bist super okay. Du bist gerecht gesprochen. Es ist alle Schuld zahlt. Alle Schuld ist weg. Hebräer 8, 12 sagt, dass die Schuld, dass die weg ist, nicht mehr vor den Augen von Gott. Er sieht es nicht mehr, er denkt nicht mehr daran, an die Schuld, an die Sünde. Es ist gestrichen, es ist weg. Und wenn Gott dich sieht, dann sieht er nicht einfach irgendwo, du bist irgendwo auf Null oder so. Sondern dann sieht er die Gerechtigkeit, wo Jesus dir zugesprochen hat. Du bist recht, du bist vollkommen recht, du bist gut. Du bist vollkommen gut. Nicht wegen dir, sondern wegen ihm. Und wenn er all das uns schenkt, wieso soll er nicht alles andere uns schenken? An Annahme, an Freude, an Zuwendung. Und in dieser neuen Identität inne, sollen wir auch so handeln, wie Jesus gelebt hat. Aber jetzt nicht mehr, zum Gott irgendetwas zu beweisen. Nicht mehr, um irgendwie Liebe und Anerkennung überzukommen, sondern weil das meiner Identität entspricht. Und von dem werden wir noch viel mehr hören, jetzt auch in den nächsten Sündigen. Ich werde frei von anklagenden Gedanken, das ist das Resultat. Und das Zweite ist, es entsteht eine neue Freude und Zuversicht. So gut. Wenn Gott dich sieht, dann freut er sich an dir. Hammer. Es gibt nichts Besseres als das. Gott freut sich an dir. Es ist eine neue Zuversicht, zu sagen, wenn Gott für mich ist, wer kann denn gegen mich sein? Anklagende Gedanken? Nein. Und wenn du anklagende Gedanken hast, die dich verurteilen, dann kannst du deinen Gedanken sagen, ich bin
von Jesus Christus gerecht gesprochen worden. Gerecht gemacht. Ich bin recht. Ich bin vollkommen recht. Und kann es weglegen. Und ihn anbeten, ihn danken. Und das möchten wir machen, in einem Gebet. Wenn das dich betrifft, dann sagst du, ich habe so viele anklagende Gedanken. Und geht es darum, dass wir die jetzt Jesus geben. Und die Wahrheit aussprechen. Vater im Himmel, danke hast du nicht nur unsere Schuld zahlt. Danke hast du uns nicht nur erlöst und aus der Gefangenschaft rausgeholt. Sondern du hast durch deine Gnade hast du uns gerecht gesprochen. Hast du uns recht gemacht. Und jetzt alle anklagenden Gedanken, die sage ich genüge nicht, die werfen wir ans Kreuz. Und sage danke, Jesus, dass ich jetzt ein Kind bin, ein Sohn bin, wo du Freude daran hast, wo vollkommen ist, wo alles gut ist. Danke, Jesus, können wir vor dir anstehen und es ist alles gut. Es ist vollkommen gut. Hilf uns durch den Heiligen Geist, immer wieder uns daran zu erinnern, du bist für uns. Wer kann dann gegen uns sein? Amen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast können näher kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silben und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silben.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.